eingeladen. Es handelt sich dabei um Andrea Bethge und sie ist Grand Prix-Reiterin und auch Trägerin des goldenen Reitabzeichens. Andrea wird uns heute einen Einblick in ihren Trainingsalltag geben und uns einige Lieblingsübungen vorstellen. Sehen Sie in der halben Stunde selbst, was man mit viel Liebe, mit viel Fingerspitzengefühl im Dressursattel alles erreichen kann. Ich finde, das ist total beeindruckend, aber bitte urteilen Sie darüber alle selber. Das Besondere an der Lehrstunde jetzt gleich ist, dass Andrea mit zwei Pferden hier in den Ring kommt. Das eine ist eines ihrer Pferde und das zweite, auf das sie nachher aufsteigen wird, das ist ein Pferd, dass sie im Prinzip vorher oder vor der Messe noch nie richtig kennengelernt hat. Sie hatte im Vorfeld der Messe eine Ausschreibung gemacht und gesagt, ich suche ein Pferd, mit dem ich hier auf der Pferd und Jagd mein Trainingskonzept, meine Trainingsmethode vorstellen kann. Darauf haben sich natürlich ganz viele Reiterinnen beworben und haben gesagt, ich würde das gerne mit meinem Pferd machen. Und alle konnten natürlich nicht genommen werden, aber die Glücklichen, das sind heute Lisa Nölke mit ihrem Don Macho. Ich werde Ihnen das Pferd auch nachher noch vorstellen, gibt nämlich eine ganz interessante Geschichte und natürlich auch eine ganz interessante Problematik zu dem Pferd, warum sich Lisa mit ihrem Pferd beworben hat. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit Andrea und ihrem Rappen, dem Johnny. Zehn Minuten. Rika? Danke. Kann ich, Rika? Danke. Vielen Dank. Danke. So, also, der Johnny ist nicht abgeritten, der ist draußen mit mir ungefähr eine halbe Stunde an der Hand Schritt gegangen. Es geht hier heute nicht darum, irgendwelche spektakulären Lektionen zu zeigen, sondern ich würde gern versuchen, ein bisschen was von meiner Philosophie rüberzubringen, wie wir mit Pferden umgehen und wie wir das Training gestalten. Wechsel mal die Gerte, ne? Also Ziel meines Reitens ist es, als Ideal meine Idee zu der des Pferdes zu machen. Das heißt, ich bin bemüht, für jedes individuelle Pferd möglichst den richtigen Ton zu finden. Dafür ist es wichtig, also Ton, deshalb, das bin ich nämlich schon mal gefragt worden, was meinst du denn mit Ton? Ich möchte ja gerne mit meinem Pferd in einen Dialog kommen. Ich möchte gerne, dass das eben kein Monolog wird, egal wie freundlich der sein kann. Bitte, liebes Pferd, mach dies. Bitte, liebes Pferd, mach das. Sondern ich möchte gerne, dass wir uns irgendwie einig sind und wir zufällig gleichzeitig möglichst die gleiche Idee haben. Also er zufällig die gleiche Idee hat wie ich und das dann auch macht. Vielleicht als Bild hierfür kannst du ein bisschen mehr Abstand nehmen, bitte. Bisschen, danke. Vergleichbar vielleicht mit einem Fischschwarm oder Vogelschwarm, wo es auf einmal passiert, dass alle gleichzeitig die Richtung wechseln und keiner weiß, wessen Idee war das jetzt, wer führt an und wer folgt. Also das, wie gesagt, ist so das Ideal. Ich versuche den mal hier einfach so, ach nee, das war ja genau falsch mit der Gerte, einfach mal so ein bisschen um Kreis zu reiten und noch ein bisschen weiter zu erzählen. So eine coole Socke geworden, sehr stolz auf ihn. Wie gesagt, er ist nicht abgeritten, reiten hier erstmal so ein bisschen dahin und ich werde gleich mal so ein paar Trab-Schritt-Übergänge versuchen mit ihm. Das werde ich gleich so machen, ich erzähle das erstmal frei. Indem ich, wenn ich mich an sein Maul herangefühlt habe, ich sage extra nicht sowas wie, ich nehme die Zügel auf, weil es ja nicht um die Zügel geht, sondern ich möchte gerne einen Kontakt haben zum, jetzt wirklich mal sehr, einfach
um es zu verdeutlichen, so formuliert, zum Mund eines anderen. Also ich möchte mit den Zügeln als Mittel zum Zweck eine Verbindung aufbauen zu einem anderen. Also Zügel aufnehmen ist mir einfach zu technisch, das Gefühl unter. Wenn ich jetzt ihn in seiner Mechanik begleite, das ist ein ziemlich großes Pferd mit einem guten Schritt. Das heißt, die Wege, die meine Hände zurücklegen, vor und zurück, sind relativ weit, weite Wege. Wenn ich die Hand stehen ließe, wenn ich jetzt so ritte, müsste sich mein Pferd an meine Mechanik anpassen, also an meine stehende Hand, was ihn total stören würde. Dann kann er sich nicht so bewegen, wie er sich bewegen muss, weil er ein Pferd ist. Das wäre schon mal das Erste, was einer schönen Vertrauensbasis entgegenstünde. So, wenn ich jetzt mit meiner Körperspannung spiele und dadurch, dass er mir ganz gut zuhört, obwohl wir erst ein paar Minuten hier drin sind, in diesem, ist ja jetzt keine alltägliche Atmosphäre, wird er das idealerweise merken und einfach fühlen, oh, ich habe jetzt Lust anzutraben, mehr Energie da, ich trabe. Dann brauche ich es nicht mit den Beinen zu machen, sondern ich habe wie so eine leise Ganzkörpervibration und das Pferd trabt an. Ich mache das gleich mal. Wackel so ein bisschen rum, ich mache das jetzt überdeutlicher, um eben zu zeigen, dass ich es für sehr, sehr wichtig halte, die Pferde nicht festzuhalten, nicht einzuengen, ihnen nicht das Gefühl zu geben, sie können sich nicht bewegen, sondern ganz im Gegenteil, sie können sich bewegen. Wenn ich mich wieder ranfühle, würde ich mir schon wünschen, dass er den Hals wieder fallen lässt, aber ich ziehe da nicht rum. Deswegen habe ich auch keinen Nasenriemen drauf, einfach um zu zeigen, dass ich es wichtig finde, die Pferde nicht zuzuschnüren. Also alles, was mit in Form pressen zusammenhängt, würde ich gerne vermeiden wollen. Ich mache das nochmal mit der Erhöhung der Körperspannung. Und zum Schritt werde ich gleich, also ich mache das jetzt noch nicht, erzähle das erstmal, im Übergang, der ja relativ schnell geht, aber wenn ich ihn gut vorbereite, ist er doch so ein bisschen wie in Zeitlupe, ich atme jetzt ja mit dem Knie oder mit beiden Knien sozusagen in seinem Takt, den er trabt, und werde gleich minimal verzögert mit dem Knie, mit der Bewegung mitgehen und auch mit der Hüfte. Leicht verzögert und schon so ein bisschen in die Sitzbewegung des Schrittes übergehen. Das ist ja so eine liegende Acht. Reit dann so ein Mix. Dann hat er schon das Gefühl, Frauchen und ich machen nicht mehr das Gleiche zur gleichen Zeit. Es ist nicht mehr ganz harmonisch. Und wird beginnen zu erfüllen, was er machen kann, damit wir wieder gleichzeitig das Gleiche tun. So meine Hoffnung, und wird dann in den Schritt kommen ohne Hand. So, und was auch noch wichtig ist, aber Christiane, du siehst so aus, als würdest du auch mal was sagen wollen, ich rede die ganze Zeit. Nee, ich habe nur gerade mal auf die Uhr geguckt. Ja. Also du hast noch so 4 Minuten für deine Passage mit Johnny. Aber wenn man dir so zuguckt, ist es einfach ein Traum. Also falls irgendjemand eine Frage hat, möge er sie gerne stellen. Also wie gesagt, ich finde es unheimlich wichtig, ich übertreibe das jetzt wirklich, ja, dass wir nicht so mit dem Oberkörper da hinten, da bremsen wir unser Pferd, sondern dass wir